in der letzten Episode. Jetzt lauft doch mal weiter, Leute. Der Teufel noch langsamer vorwärts schleicht, schlagen wir noch Wurzeln. Ja, war echt, das war richtig. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Darkest Dungeon in der Folge Nummer 8. Ich finde keine Ruhe. Ja, die letzte Folge war nicht so gut. Ja, wir haben 4 Helden verloren, alter Schwede. Die wollten dann auch nicht mehr zum Rückzug. Die hatten keinen Bock mehr. Die haben dann aufgegeben. Was ist eigentlich? Wieso hat sie so ein Fragezeichen? Das ist ja interessant. Sieht man hier halt nicht. Das ist immer ein bisschen schade. Dass man nicht sieht, was ist. Ich würde halt gern mal gucken. Warte mal. Wir werden mit der Venoir reingehen. Oh, die Fassebe. Die muss aber echt... Macht die hier was? Ja. Ich nehme einen doppelten und zwar nicht nur einen. Gut. So, Schmied. Zieh einen Helden aus der Liste, Venoir. Ja, genau, Verteidigung erhöhen wir um einen Level. Genau, wir wollten halt einen Hundemeister. Wir haben jetzt natürlich viele Wegelagerer. Die sind aber alle noch auf Level 0, deswegen machen wir da erstmal nichts. Fazibi ist auf der besten auf Level 2, Reno. Hat ja schon eigentlich auf... Level 2 die Verteidigung. Wir haben auch nicht so viel Geld. Also das müssen wir dann erstmal lassen. Wir müssen mal aufbrechen. Wir brauchen eine Quest. Wo wir 4500 Gold bekommen zum Beispiel. Ja, das klingt doch mal nicht schlecht. So, dann nehmen wir halt Reno mit. Der ist gern vorn. Seins, die heilen wahrscheinlich dann irgendwann... mit der Zeit aus, nehme ich mal an. So, die Renoir, die möchte gern auf die hinteren Ränge. So, muss man schon präzise platzieren. So, ihn würde ich mal gerne mitnehmen, weil er hat Sehstresslinderung. So, in welcher Position eigentlich? Ja, weiter hinten, okay. Gut. Und, Fernkampf-Fechtschritt. 40% Schaden bei Gegenschlag löst Gegenschlag aus. Ah ja. Und der hat halt die klassischen, so wie... Nee, der hat... Ist auch nicht schlecht. Nekromanisitomani. Besessen von Nahrung. Ist fasziniert von Leichnam. Das hat er. Er ist ja nur Widerstand gegen Bluten. Hat aber 3% kritische Fernkampf und 15% Schaden gegen Bestien. 10% Chance erkunden in Ruinen. Das ist auch cool. 10% Max-LP. Das ist jetzt natürlich schwierig. Dann nehmen wir halt Gefahr mit. Sehr schön. Okay, wir haben 2 Hundeknochen, eine Schaufel. Okay, wir brauchen wieder Futter. Gerade so ein 12er-Ding mit. Und wir nehmen noch 2 Bandagen. Und Fackeln. Ja, wobei, das war ein bisschen größer. Das war jetzt auf Mittel... Dann machen wir das so. Oh, oh, unser Goldvorrat. Das muss klappen, sonst haben wir ein Problem. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Ach, ist das wieder der Nekromant? A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Na super. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Na, so ein Mist. Na, okay. Hätte ich mehr lesen müssen. Okay, die sind überrascht. So, wer ist dran? Sie ist dran. Da geht sie 2 nach vorne. Das ist ein Fernkampf. Das ist auch ein Fernkampf-Giftpfeil. Okay. Das trifft beide. Da kann sie sich irgendwie selber heilen. Das ist praktisch. 20% Widerstand gegen Gefahr, Zielschwäche 20%. Dann machen wir das so. Okay, der hintere ist ausgewichen. Schade. Kannst du den platten? Naja, nicht ganz. Hetzjagd, Fernkampf. Bluten. Hundebiss, Fernkampf. 100% Bluten. Ist das besser? Ach, das ist dann auf alle. Das ist ja cool. Und blutet. Er ist ja wahrscheinlich nicht mehr lange da. Betäubender Schlag. Betäuben, okay.
Das ist einfach Schaden gegen Unheilig. Dann machen wir das mal. Sehr schön. Entsetzliche Beschwörung. Das war entsetzlich. Der besetzt aus. Sehr schön. Der ist weg. Death by inches. Ja, aber echt. ja. Auf ihn. Mist. Nahkampf kann dann auch auf den anderen. Boah, 10 Schaden. Der Hammer. Opfer für die alten Götter. Nix da. Toll. Ihr seid ja Helden. Komm, niederstrecken. Press this advantage. Give them no quarter. Wunderschön. Es ist schön. Welche erschütternde Kräfte. Junge, du musst wieder nach vorne. Du kannst nicht einfach hier hinten rumhängen. Mist. Sich widersetzt. Their formation is broken. Maintain the offensive. Was ist das denn? Anhänger der Krankheit gewöhnlich 20% Widerstand gegen Krankheit. Minus 2 Ausweichen allerdings. Ja, da kriegt er das. So. So, wir machen mal die Reihenfolge wieder ordentlich. Okay, weiter geht's. Ja, wir haben keinen Schlüssel dabei. Pfeift. Haha, reingefallen, du Penner. Ja, der wollte sich nicht klauen, der. Okay, sie ist dran. Gut, sehr schön. Geht. Oh. Der hat 15, 10, 9, 15. Okay, es funktioniert eh nur bei denen. Also, uff. Fernkampf. Eins. Boah. Kann ich denn auch noch dran sein? Das wäre echt cool. Ich werde gern mitspielen. Das ist schon okay. As the fiend falls. Oh, hat das wehgetan? Na toll. Der Reno ist gar nicht dran, das ist ja interessant. Ah doch, er ist noch dran. Executed with impunity. Jetzt ja. A powerful blow. Ha! Ja gut, auf den Leichnam ist natürlich super. Okay, er hat noch einen Punkt. Nee, dann geht sie nach vorne. Das kann sie damit nicht. Das aber schon. Gifthau. Ja, juhu. Ja, tschüss. Confidence surges as the enemy crumbles. Wow. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Alter Schwede. Aber das war nicht schlecht. Aber, ja, das ist noch gar nichts. Eine ungenutzte Fackel. Sehr schön. Ausgewichen. Hm, wohin jetzt? Hier weiter. Greif du mal hin. Die Asche. Ist nur Asche, ne? Ist ja schade. Verlieren selbst angesichts dieser Trostlosigkeit. Ah, eine Kiste. Versteckte Erbstück. Finding the stuff is only the first test. Ja, Alec must be carried home. Ja, das ist toll. Ach, diese diebische Elster, das ist echt schlimm.
Geschwindigkeiten. 8 hat sie, okay. Ja. Beide geschwächt. Fernkampf, verheerender Pfiff. Ja. Ich bin ganz schwach. Ja. Kommst du da hin? Nö. Selber heilen. Hm. Das bringt ja nichts. Das ist ja ziemlich dämlich. Ja. 0 Schaden. Stresslinderung. Ja, mach mal. Das ist so viel. Das ist natürlich schon huiuiui. Er hat leider auch nichts. Continue the onslaught. Destroy them all. Ja, das mit dem Heiler ist natürlich nicht günstig. Achso, das geht nur da hinten. Ja, das weiß ich. Komm. Den kannst du nicht treffen. Warum nicht doch? Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Wir nehmen das mit und so, und treten den Rückzug ab. Ja. Wounds to be tended. Lessons to be learned. Das war so schon intensiv genug. Es sind 3 aufgestiegen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ersetzt Waschzwang. Na ja, sehr schön. Labyrinth, die 10% Chance erkunden im Labyrinth. Meereshöhlenhasser. Ja, Meereshöhlen hat man noch gar nicht. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Wir brauchen echt mal Level 2. Wir haben Mont Canisius auf Level 2. Und ich habe halt niemanden zum Heilen mitgenommen. Das war natürlich unglücklich. So. Ja, das ist der Nekromantenlehrling, okay. Ich muss da echt auf die Symbole gucken. 3-mal heiliges Relikt. Nur Pestdoktorin. Anhänger der Erholung. Erforsche 90% aller Räume. Ah, das ist lang. Das kann man ja mal in eine Folge packen. Das machen wir, dann machen wir lieber das. Oh, mal die Sorgen. Mir ist nichts Gräuliches aufgefallen. Ja. Sekunde, wir schmeißen die mal raus. So. Kandos. Das Meer der Dritte. Hat religiöse Visionen und Wahnvorstellungen und Meereshöhlenerforschung. Stresslinderung. Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. 3 zurück. 1 nach vorn. Naja, sehr interessant. Wir probieren das mal. So, dann nehmen wir den Mont Canisi mit. Der ist ja lieber vorne. Der hat das 0 bis 13 Heilung. Der ist Fernkampf, Nahkampf, der hat gar keine Heilung, nee. Außerdem hat er heftige Ticks. Krähenfüße. Auch nichts Heiliges.
Was ist denn das mit ihr? Warum hat sie da ein Fragezeichen? Verstehe ich nicht. Nee, er auch nicht. Wobei doch, da hatte dieses 33% Max LP Heilung selbst. 34% Max LP heilen, 30%, ja. Er ist eigentlich lieber vorne, das ist natürlich blöd. Nee, lass das mal. Wieso ist er eigentlich dabei? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, du kannst dich ja nur selber heilen. Das ist natürlich auch nicht so sinnvoll. Was ist mit ihr? Nahkampf. Eine Barbarin. Ja, weißt du was, du kommst mal mit und dann gucken wir noch das mal irgendwie. Sie hat ja Heilung. Weile mit Weile. Ja, warum nicht? Warum kann ich sie nicht mitnehmen? Was ist mit ihr? Sie hat immer noch dieses Selbstsüchtige. Kann sie heilen? Fernkampf, Nahkampf. Nö. Auch nichts. Das war der Giftjunge. Den nehme ich garantiert jetzt nicht mit. Und vor allem nicht da hinten. Ja, das ist natürlich ärgerlich, dass hier keiner Heilung hat. Der ist viel zu gestresst. Er ist aber lieber weiter vorne als hinten. Stresslinderung, verbinden, schützen, selbst stärken, Fernkampf. Ja, dann haben wir halt nur einen Heiler dabei. So, dann ist es halt so. Ich hoffe, das reicht so. Machen wir noch eine Bandage. Heilkräuter, okay. Aufbrechen. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Boren. Ah ja, okay. Alles klar. Ja. Bleibender Effekt. Endlich lacht uns das Glück. Ja, aber was ist denn das mit den Meereshöhlen? Wir haben doch gar keine Meereshöhlen gehabt. Sieht jemand von euch die Falle? Schätze erwarten uns. Ah ja. 60, 70, 70, 90. Ja, dann darfst du. Sehr schön. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Wir finden etwas, was wir töten können. Das war's schon, okay? Das sind einfach nur Räume, okay. Komm, klick mal da drauf. Also das nehmen. Also nicht, okay. Jetzt. Tagebuch. Das Littering Gold. Trinkets and baubles. Ja, das hat man schon lange nicht mehr. Warte mal. Fackel wieder an. Denn na. Klimper. Schade. Pff. Nahkampf 1 nach vorn. Nahkampf, okay. Das ist Stresslinderung. Wen kannst du damit treffen? Die beiden. Oder mach mal. Blutet an. Okay, heilen brauchen wir noch nicht. Fernkampf oder Nahkampf. Ja, kommt genau. Nicht gereicht. Unbalanced. Na, wenigstens hat er sich widersetzt. Die Barbarin darf da noch gar nicht dran. Ach, jo. Jetzt darf sie. Give them no quarter. Ja, ich krieg auch kein Quarter. As the fiend falls, a faint hope blossoms.
Man hat dich gezeichnet. Die Blutregen werden nichts mehr zu saugen haben. Kommst du bis dahin? Nö. Ah ja, was ist das? Wenn es blutet. Mist. Eine Stresslinderung. Nee, warte mal. Nahkampf, Nahkampf. Kommst du dahin? Ja. Their formation is broken. Sehr schön. Maintain the offensive. Am Schutz des Kriegers 10% Nahkampfschaden. Ja, dann kann er den ja gerade haben. Er ist ja sowieso so ein Nahkämpfer. Er hat ja nur Nahkämpfe. Deswegen passt das ja. Sehr schön, weiter geht's, Leute. Das war doch gut. Etwas Gold, naja. Okay, hier war nichts. Ja. Guten Appetit, die Herren und Damen. Ist hier nur eine Dame. Wobei die Barbarin sicherlich nicht als Dame bezeichnet werden würde. Gut. Ach, wie kurios. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ja, mach mal die Schrift weg. Da kommt ein Kampf, okay. Ich wollte nur gucken, ob das eine Fallung oder ein Kampf war. Sekunde. Fackeln. Wir fackeln hier nicht lange rum. Wir ernten mal da hinten. Ja, da blutet er schon. Nee. Die komischen Fackel da. Ach, heil dich mal, Junge. Eieiei, du hast dich ja geheilt jetzt. Das ist der Hammer. Ja, komm. Schön bluten. Ja, mach nochmal. Hat er schon 4 Bluten pro Runde. Das deckt sich nämlich lustigerweise. Ja, du heilst dich. Ja, endlich. Stresslinderung, komm. Sehr schön. Okay, komm, tropfen. Da geht alles nach vorne. Slowly, gently. This is how a life is taken. Ja, dann tschüss. Continue the onslaught. Destroy them all. Komm, geh mal eins nach vorne. So, da haben wir wieder unsere Reihenfolge. Weiter geht's, Leute. Dämmerung, Finsternis, Helligkeit oder Tageslicht. Unsere Aufgabe bleibt dieselbe. Raumkampf mit Schatz. Geil. Schade. Ja. Nun ja. Oh, 2 Arbalesten. Oje. Dann ernte mal hier hinten. Mist. Fernkampf. Was macht das? Betäuben. Ja. Das ist gut. 2x Fernkampf. Ja. Mist. Bolzen. Vision. The end approaches. Ja. Ach nee, das geht dann nicht, ja, schade. Confidence surges as the enemy crumbles. Oh. Ja, komm. Drauf.
Mist. Ja, dann, keine Ahnung, Stresslinderung, Nahkampf. Another abomination cleansed from our land. Oh, das war gut. Ja, heil mal hier vorne. Sedated. Ihr steht jetzt gut. Ausbluten. Also ist ganz vorne, okay. Ach, Mist. Die Penner wollen nicht bluten. Ach so, weil die wahrscheinlich Knochen abbeißen. Ja, können sie natürlich auch nicht, das ist ja klar. Ja, komm. Ah ja, das war hoi. Ist schon ganz vorne. Ah ja, okay. Singular Strike. Ah. Gewöhnlich. 20% Widerstand gegen Bewegen. Triumphant Pride precipitates a dizzying fall. Ich weiß nicht. Wir können ja verkaufen. So, mein Guter, du gehst mal wieder dahin. Dann sind wir wieder in der richtigen Reihenfolge. Sehr schön. Wir gehen da lang. Ach nee, wir sind noch gar nicht fertig. Doch, wir bleiben hier. Ja. Verheerender Pfiff. Was ist das? Ziel markieren, Ziel schwächen, minus 20% Abwehr. Gut. Ja, du solltest mal heilen. Boah, 7. Hammer. Ja, hier wird geerntet. Okay, komm. Ah, wir sind wieder dran, das ist ja schön. Einer weniger. Ach. Ja, du musst dich heilen. Ja. Das ist echt wichtig. Müssen wir eine der Arbalesten niederringen. Ach, der weicht immer aus. Kann doch nicht sein. Kommt nur bis dahin. Sehr schön, endlich. Runde 3. Na, endlich treffen wir hier mal was. Kann ja nicht wahr sein. Na jo. Ja, komm, Stresslinder. Ja. Boah, der Hammer. Ist richtig, richtig gut. Ja, du darfst dich noch mal. Oh oh. Gut. Ja. True test. Hold fast or expire. Was haben wir denn hier? This expedition at least promises success. Ja, so könnte man das nennen. Jo. Alter Schwede. Ja, der. Wie heißt er? Chandos, der Narr. Ja, wir können ihn nicht heilen, solange wir nicht kämpfen. Okay. 2 Fackeln haben wir noch. Oh je. Sechs. Grabmal, Gift und Biss.
Ja, komm. Back to the pit. Oh. Ach, Gott sei Dank. Heil ihn mal. Ja, toll, das ist ja eine wahnsinnige Heilung. Ach. Nee, da gehst du wieder nach vorne. Das soll's ja nicht. Stresslinderung. Selbststärken, Finale, 20%. Ja, mach mal. Oh, das war gut, oh, danke. So. Ja, komm nochmal. Oh, 20. Der Hammer. Aber dafür blutet er. Das ist ja schön. Was haben die denn als Abwehr? Nicht so viel, es soll ja klappen. Ach, eins. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Tschüss. Ein Porträt. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ja, mach mal. Ah, sehr schön. Richtig viele Wappen, alter Schwede. Wie halt. Ein Raum ist man noch. So, dann weiter. Oh oh. Hungrig. Naja, wir haben ja noch. Ja, man sollte auch darauf achten, dass man nahrungstechnisch immer eine durch 4 teilbare Zahl hat. Bei 10 bringt uns ja nicht so viel. Ja, komm. Oh oh. Ambushed by foul invention. Na juhu. Was, das war's schon, oder dann ins Dorf? The shifted corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. Sehr schön. Also das war eigentlich eine ziemlich coole Truppe. Bis auf den Albelin. Da hab ich jetzt nicht. Weiß nicht. Ist halt immer mit dem letzten Position. Ach, na toll. Trinkt niemals im Dorf. Sollte halt außerhalb trinken. Na, Sehschwäche. Jo, brauche eine Brille. Na gut, er ist eh ein Heil. Schlechtes Gewissen, hat er drückende Schuldgefühle. 15% Schaden im Wald. I remember days when the sun shone. And laughter could be heard from the tavern. Aha, der Wiederaufbau unserer baufälligen Dorfs hat tapfere Handwerker und Händler angelockt, die in den leeren Grundstücken auf dem Hauptplatz Potenzial sehen. Ortsteilgebäude. Das Dorf wächst und die Nachricht deiner Anwesenheit ermutigt Handwerker zur Rückkehr. Du kannst nun ganz neue Gebäude errichten. Sie sind teuer, aber gewähren die einzigartige Boni, die dir bei deinem Unterfangen des Anwesens zu säubern behilflich sein könnten. Baupläne. Diese seltenen Beutegegenstände sind uralte Pläne für die Erweiterung des Dorfs. Sie werden beim Bau neuer Gebäude in den Ortsteilen verbraucht. Baupläne werden von Bossen bewacht. Natürlich, die sitzen dann wieder mit dem fetten Arsch drauf. Sehr schön, jetzt aber 10.000. Ja, es stand übrigens auch gerade da in dem Zwischenscreen, wenn da ein Fragezeichen, was wir ja vorhin hatten bei der, wo war sie denn? Ich könnte etwas Erholung vertragen. Fazibi, genau. Dann heißt es, dass sie einfach nicht zur Verfügung steht. Wahrscheinlich hat sie außerdörfliche Bedürfnisse. Nur Hundemeister, gewöhnlich. Minus 20% gegen Widerstand gegen Schwächen, plus 4 Ausweich, plus 1 Geschwindigkeit. Das ist natürlich schon gut. Dann haben wir Alpelin und Vipont. Genau, den hat man ja jetzt dabei, dann kriegt ihr das halt. So, dann passt das ja. Ring des Bogenschützen. So, dann kriegt sie das. Da hat sie zwar noch weniger Geschwindigkeit, das ist jetzt auf 2, aber Gott. Nur Hundemeister, gewöhnlich. 25% Chance, Betäubenfähigkeit. Minus 1 Geschwindigkeit. Das hat ja plus 1 und dann passt das ja. Ja, die sind auch grün. Das sind dann ungewöhnliche Items. Buch der Entspannung. Minus 10% Stressschaden, 4 Präzision, minus 4 Ausweichen. Okay. Und Kanesi. 20% Widerstand gegen Gifthauch, minus 2 Ausweichen. 20% Widerstand gegen Bewegen. Boah, der Mund kann ich sehen. Wir müssen ihn mal heilen. Also, behandeln von Ticks, ja. 20% Stressschaden, minus. Ja, wir machen gebrechlich. Ja, das ist zwar sauteuer. Schnallt mich nicht fest, ich bin aus freien Stücken hier. Ja, denkste, Junge, denkste.
Okay. Von dem Stressschaden lassen wir es jetzt erstmal so, wie es ist. Und ja, dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht die lange Quest, das wäre ja mal was. Der Raum dreht sich. Ja, juhu. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.